Ist das jetzt dein Ernst? Warum sagt ihr mir das hier noch die ganze Zeit? Ich reg mich im Let's Play die ganze Zeit auf, dass ich diese scheiß Stadtnamen habe und kann die umbenennen? What the fuck? Wenn ich das jetzt mache, tue ich euch sämtliche Dinger entfernen. Ganz scheiße, ne? Wenn ich ganz schön dumm von mir, aber na gut, na gut, na gut. Ich kann doch das bauen. Ah, ich kann doch das bauen. Ah, da geht's. Ah, sehr gut. Exzellent. Muss man schon sagen. Hat er mitgedacht, der Philipp. So, bauen wir jetzt hier noch ein kleines Ding hin, elektrisch. Nee, geht gar nicht, ich hab kein Geld. Mach ein bisschen Boost rein hier. So. Haltestellen hinzufügen. Schon wieder kein Geld. Schleim mir das Geld an, als wäre es sonst nichts. Ist ja egal, es ist halt nur für den Spaß. Die Map werde ich danach nie wieder spielen, noch zur Folge, denke ich. Und auch diesen Livestream. Neue Linie, zack, zack, zack. Und wieder zurück. So. Schwarze Linie. Ein Depot bauen. Was können wir mit drin hier machen? Bauen wir hier hin. Drums kaufen. Na klar, nehmen wir die hier. Beste natürlich. In Schwarz. Jetzt geht's los. Eins. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Versuchen wir es erstmal mit 6 Stück. Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden. Mal versuchen. Ah, ist zwar irgendwie, ne? Komisch. Wo sind die Schienen da? Aber keine Oberleitung. Muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Ich muss also trotzdem hier nochmal die Oberleitung reinquetschen. Ist ja lustig. Ist ja total lustig. Philipp, kannst du meine Stadt umbenennen? Was? Ich kann Städte umbenennen? Ist das jetzt dein Ernst? Warum sagt ihr mir das hier noch die ganze Zeit? Ich reg mich im Let's Play die ganze Zeit auf, dass ich diese scheiß Stadtnamen habe und kann die umbenennen? Nee, hä? Ist jetzt Witz? Oh, nee. 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 Oh, ich war gerade echt... Ich kann Städte umbenennen und reg mich die ganze Zeit auf, dass ich's... Boah! Dieses Spiel, ne, das macht einen fertig. Das macht einen echt fertig. Ich kann Städte umbenennen. Und da tue ich mich um diese Sägenbacher Roggenmühle oder wie auch immer das im Let's Play ist, die ganze Zeit aufregt, obwohl ich Städte umbenennen kann. Boah, nee. Nee.
Minecraft, warum sagst du mir das denn eher? Frisco. Ach, Frisco ist jetzt nicht mehr Frisco. Frisco heißt jetzt Fressdu. Alt Fressdu. Fressdu. Haben wir hier, was ist das? Santa Clara, das ist jetzt hier. Oh, guck mal, ein ICE und eine neue Straßenbahn. Ich könnte kotzen. Ah, nee, ich habe die Straßenbahn noch nicht zugewiesen, ne? Ich habe die Straßenbahn noch nicht zugewiesen. Trams kaufen. Ja. Tschüss. Ich habe was Besseres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, jetzt aber Linie 12. Wollte ich den in Schwarz kaufen? Na, ist egal. Aber wir könnten hier vielleicht mal noch ein paar mehr Leute umlenken. Das ist nämlich ganz schön lange Strecke hier eigentlich. Ja, ich habe schon gemerkt, das ist kein Witz. Okay, was haben wir hier für eine Stadt? Wie ist die? Hampton. Hampton heißt ab sofort Hampton. So, was haben wir noch? Spokane heißt ab sofort Spucker. So, wie ist die Stadt? Pittsburgh heißt ab sofort Pitbull. Oh, was haben wir hier? Hier, Wien heißt ab sofort Irrsinn. So, in der Mitte haben wir San Diego ist ab sofort was reibt sich auf Diego? San Theo ist das ab sofort San Theo. Man fehlt ein Leerzeichen. San Theo. Und hier hinten aus Santa Clara machen wir Santa Claus. So. Hallo, Minecrafter, ist dein Wunsch erfüllt worden? Ich habe die Städte umbenannt. Alle Städte haben jetzt einen schönen Namen. Einen wunderschönen Namen haben die jetzt alle. Fressdu, Hemden, Irrsinn, Pitbull, Santeo, Santa Claus und Spucker. Mistig. Oh, ich feiere mich zu sehr. So. Nee, für Runden. So, wie sieht es denn beim Flugzeug aus? Das Schiff waren ganz schön viele. Ich würde hier sogar mal was anderes machen, damit nicht alles gleich ist. Er fährt zwar 93, aber der fährt 26 und kann mir einen mitnehmen. Ich würde mal hier 1, 2, 3 von denen kaufen. Ich würde hier alles, was auf der Linie gerade fährt, verkaufen lassen. Was? Alle auf die Linie 7 zuweisen. So ein 7 Minuten Takt raus geworden. Ich wollte eigentlich Streichschiffe kaufen. Ich habe das Gefühl, fürs dritte habe ich viel Geld. Kann das sein? Ja, habe ich viel Geld. Das sind gute Namen für Städte. Sandum. Sandum. Ich will jetzt noch das Schiff zuweisen. Mal ganz ehrlich, wo sind die Schiffe hin, die hier waren? Wie sind die hingekommen?
Weiß ich nicht. Na, ist egal. Okay, ist dann dumm. Du kannst auch die Haltestellen. Ne, die Haltestellen. Das weiß ich. Haltestellen ging schon umbenennen. Aber ging es bei Trainfever auch, die Städte umzubenennen? Aus San Theo finde ich jetzt schöner als dann dumm. Na ja, gut. Ich bin noch bekloppt, ne? Jetzt passt auf, was ich jetzt mache. Jetzt war der größte Knüller gebaut, den ihr je gesehen habt. Wir bauen jetzt halt. Ich will ein bisschen neu machen, sozusagen. Das geht. Braucht es mehr. Das Geld ist das egal hier, oder? Ich könnte zwar den Mod einschalten, denke ich. Nur Kostmod gibt es den. Kann ich jetzt einfach so einschalten? Nee, ne? Schade. Oder leimen uns halt ein bisschen was. Okay, pass auf, ich mach's da was hin. Dann baue ich ja eins hier hin. Jetzt müssen wir mal gucken, das funktioniert. Ja, funktioniert. So, dann bauen wir hier. Hier für Güter was hin. So, die Straße besteht ja eigentlich, aber die bauen wir ein bisschen schöner. Mit denen, dass ich wirklich Knicks macht oder so. Ja, reißen wir das erst ab. Mal sehen, ob ich schon eher erraten könnte, was ich machen will. Bei 12 ging das nicht mit den Städten umbenennen, wusste ich doch. Bin ich doch nicht so blöd. So. Steigung zu hoch. Ja, irgendwie muss ich es aber hinkriegen hier. Ich drücke mal die falschen Tasten. Mann. Okay, machen wir es anders. Ich muss jetzt mal. Ah, das geht. So. Und so. Geht. Jetzt müssen wir schauen, Fresstour, Einkaufsmöglichkeiten waren das. Einkaufsmöglichkeiten sind hier. Bauen wir das mal hier hin. So, neue Linie. Geht von hier nach hier und hier.
die Farbe und dann noch eine neue Linie von hier nach hier. So, das heißt also, jetzt werden Fahrzeuge eingesetzt hier. Nehmen die LKWs, die schön großen. Eins, es läuft. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geht es alle auf die Linie 13. Was für ein Takt? 86 Sekunden ist in Ordnung. Und dann kann ich die alle erstmal verkaufen. Kaufe ich ein neues Schiff. Merlin. Kann ich das eigentlich vergrößern hier? Ah, kann ich tatsächlich. Aber werde ich jetzt nicht brauchen. So, Schiffe kaufen. Das hier. Ja, wir kaufen das. Linien zufassen alle auf die Linie 14. So. Das heißt, wir fahren von hier hier runter mit dem Zeug. Und ich produziere da oben dazu. Und check, dass ich hier hinten nicht Brot produzieren will. Also ich hoffe, er versteht es. Vielleicht versteht er es. Wo ist eigentlich mein Handy? Hab's gefunden, Moment. Ich wollte was gucken. So. Da, ich wollte dem Schiff zugucken. Schnellboote vorne hin und her. Ich tucker mit meinem kleinen Schiff hier einfach mal rüber quer. Mal wieder ein bisschen Play machen hier. Ich werde sehen, ob der dann irgendwas mitnimmt. Ob das funktioniert. Ach, guck, erst eine Güterwarte. Es funktioniert. Du weißt schon mal Bescheid. Weißt du Bescheid, ne? Oh, durchgerammelt. So, einen Moment, ich muss mal kurz in die Küche, ich hab da noch was zu herstellen. So, nur weil ich in der Küche mache, ist es nicht, dass hier Flips kocht oder sowas kommt, ne? Bin ich schon zurück? Ne. Ist knapp. Schade, dass du ja keine Wellen und sowas hast noch. Das wäre noch richtig genial. Ich weiß nicht, ob die sich gegenseitig behindern irgendwie. Ja, was denn, wer fährt denn jetzt von den beiden hier? Schade. Also das haben sie schon getroffen. Boah, der macht ja eine Kurve.
Kann ich da jetzt immer nur was transportieren oder verschiedene Sachen? Man kann ja Getreide und Vieh transportieren. Weißt du, man muss abwarten. Ein bisschen Getreide und Vieh anliefern. Ich denke, wir werden hier oben noch zwei LKWs draufsetzen. Eins, zwei. Auf die 13 noch mit. Voll auf 13. Ja, in der Kreuzung muss doch bestimmt richtig viel Verkehr sein, oder? Ja. Das ist so Hauptverkehrskreuzung. Red alles ab und zu mal ein bisschen ins Stocken hier. Schön. Ach, gefällt mir. Ah, kommt gleich, von hier oben kommt gleich LKWs. Fetzen wir schön so ein bisschen. Aber ich freue mich schon, wenn wir auf unserer Let's Play-Welt dann hier im Ganzen näher kommen. Das ist der Zug ja auch gut besucht, sozusagen. Oh. Schön. Aber ich merke irgendwie, die Städte hier, vor allen Dingen die hier, richtig schön amerikanisch. Zack, 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 zack. Wer ist denn noch mit ein paar Direktverbindungen irgendwie? Und Clip Flughafen hier bauen oder sowas. Flughafen, da ist scheiße. Und hier noch einen. Hier noch Flughafen hin. Sag mir, die Scheiße funktioniert mehr. Doch, das geht. Das geht. Jetzt kann ich bestimmt hier nichts anbauen. Wirklich keine einzige Seite funktionieren. Nehmen wir ja vielleicht das? Nichts, ne? Ah, ist doch scheißegal, wir fliegen einfach, ob da einer hinkommt oder nicht. Wir fliegen einfach immer von hier nach da. Noch dort, nach hier und zurück. Immer quer über die verkackte Karte drüber.
So, kaufen. Das Ding. Ja. Das machen wir. Den kaufen wir uns. Höchstgeschwindigkeit 2058 km/h. Das muss doch ja abgehen. Auf Linie 15. Das läuft doch jetzt hier. Das kann ja gar nicht besser werden eigentlich hier, das Ding. Puh, der fährt ja da vorne rein. Ich mach es normal. Ich mach mal halbe Geschwindigkeit. Man muss doch trotzdem abgeben wie Schmidts Katze hier. Was ist eigentlich, wenn das sich mit anderen behindert zusammen, die gerade landen? Funktioniert das? Beim Landen oder müssen die da dann nochmal rund fliegen? Ich habe schon versucht, dass das sozusagen kreuzweise fliegt alles. Und wir da jetzt so ruhig Gas geben können. Okay, die Kurven fliegen da anscheinend immer mit 260. Aber jetzt geht's los. Ich habe so das Gefühl, das lohnt sich einfach, ne? Ich würde hier unten mal noch ein Schiff kaufen. Ich habe jetzt noch ein Schiff gekauft, weil ich weiß nicht, ob da immer zwei unterschiedliche Rohstoffe benutzen können. Man will es einfach mal richtig nur eine Runde rumfliegen hier. Luft. Ich möchte mal alle Flugzeuge so sehen. Damit ich mal weiß, wo die gerade sind, alle. Ja, der müsste ja sicher theoretisch mit ein paar treffen. Ab und zu. Ich fliege gerade mit drei Flugzeugen insgesamt. Ich kann ja nicht richtig sagen, wo gerade welcher ist, jeweils. Oh, stimmt, der müsste jetzt hier. Ne, die fliegen gerade nach Pittsburgh aufs Zweite. Glaube ich zumindest. Boden, die 30 km/h, die sehen immer so langsam aus. Ach guck, da kommt er rein. Ich glaube, das wird in echt ohne gemacht. Einfach über den anderen drüber geflogen. Wenn ich auf die Busse warten, ja übelst viel sicher. Nicht genügend Geld, aber ich hab's mit Minus. Bisschen.
So, ich weiß nicht mehr. Hallo Philips, ja. Ich weiß nicht, wer gerade noch alles zuschaut. Lukas Gamer, glaube ich, und ich selber, glaube ich. Ich wollte heute nur ein bisschen rumspielen mit Flugzeugen und sowas. Das haben wir jetzt gemacht. Soll ich die Map mal in Steam Workshop stellen? Nee, weiß ich nicht. Vielleicht. So. Und ja. Ne, da kann er nur eins liefern, ne? Und warum, das will ich das noch wissen. Da steht jetzt zwei Sachen an. Was nimmt er mit von den beiden? Pff, ach du Scheiße! Voll drüber gesprungen. Volle Möhre drüber gesprungen. Und dann nimmt er beides mit. Ne, nur eins. Na gut. Vielen Dank fürs Zuschauen hier in diesem Livestream und oder wer es jetzt im Nachhinein noch auf YouTube geschaut hat. Bis zum nächsten Mal hier bei Philips, ne? Warte, wie kann man das am besten machen? Da, einfach so. Zack. Vielen Dank hier bei Philips und jetzt beschusten. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.